Hallo und herzlich willkommen. Saisonfinale, Nordschleife. Wir sind schon mitten im Qualifying. Es geht los. Wir haben nicht mehr allzu lange, maximal 2 Runden. Vollgetankt ist. Ja, die Rookie-Liga hat heute das 11. und letzte Rennen für diese Saison. Es ist wirklich nochmal richtig spannend geworden an den ersten 2 Plätzen. Zwischen Smash Punk und Mini Race. Wenn es ganz dumm läuft, kann Smash Punk noch gewinnen. Dumm für Lars dann in dem Fall. Weil wir haben ja noch 2 Streichergebnisse und die müssen ja natürlich noch berücksichtigt werden. Und Lars hat bis jetzt alle Rennen gewonnen. Das heißt, 2 Streichergebnisse weniger sind minus 50 Punkte. Und wenn er heute hier nur unter ferner Liefen ans Ziel kommt und Smash Punk gewinnt die ganze Sache, dann kann es sein, dass Lars nur auf Platz 2 ist. Also Mini Race ist damit natürlich gemeint. Okay, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf das Qualifying. Es gibt noch ein paar Sachen hier zum Ablauf, die ich zu erklären habe. Das Qualifying ist wie immer nur 10 Minuten lang, ist natürlich für eine Nordschleife extrem kurz. Das heißt, 2 Runden, eine Einführungsrunde, in der ich mich gerade befinde, und dann eine zweite Runde, in der man Vollgas geben kann. Und nach den 2 Runden ist dann auch schon Schluss. Das heißt, man beginnt jetzt schon vollgetankt oder sage ich mal in dem Rennmodus. Das Setup hat den Grund, ich habe ja keine Zeit mehr, wenn die Zeit abgelaufen ist, nochmal nachzutanken, beziehungsweise in die Setup-Einstellungen zu gehen. Das ist ja hier nicht möglich, also wird vollgetankt gefahren. Der Plan ist dann, einen fliegenden Start zu machen. Das sieht ja die PS4 nicht vor. Das heißt, hier gab es ein extra Rennbriefing. Rennbriefing. Dieses Rennbriefing hat allen Teilnehmern erklärt, wie der Fliegenstart zu vollziehen ist. Letztendlich die Startampel springt um von den roten Ampeln erlöschen. Und der Erstplatzierte, beziehungsweise der auf der Pole Position, fährt langsam an und alle anderen fahren langsam hinter ihm her. Maximale Geschwindigkeit 100 km/h im Schnitt. 80 bis 100 ist eine gute Geschwindigkeit, was der Führende zu fahren hat. Ja, und die anderen schließen sich einfach an. Und zwar nicht seitlich versetzt wie eine Startaufstellung, sondern alle fahren hintereinander, lassen genügend Abstand, damit die ersten Kurven, Hatzenbach und wie es alles heißt, ganz entspannt gefahren werden kann, weil in den Proberennen und Quick Races und was wir alles gemacht haben wir einfach festgestellt, dass hier relativ viele schon einfach Bandenkontakt haben. Die Strecke ist extrem schmal, sie knallen aneinander ein, prallen zurück und stehen quer auf der Straße, der nächste fährt rein. Und schon haben wir 2, 3, 4, 5 Verunfallte. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, so ein Startprozedere zu machen. Was, glaube ich, auch für alle erstmal entgegenkommt, weil bei 9 Runden, also wir fahren auch hier das Saisonfinale etwas länger. Normal wären es 8 Runden, 1 Stunde Renndistanz haben wir ja immer. Und jetzt haben wir aber bewusst uns auf 9 Runden geeinigt, einfach bei 150% Spritverbrauch und 150% Reifenverschleiß einfach einen Boxenstopp zu garantieren. Egal wie spritsparend man fährt, man wird es nicht schaffen. Von daher, heute heißt es volle Kanne. Ich glaube auch, die Nordschleife spritsparend zu fahren, also nee, das passt irgendwie nicht zusammen. Deswegen diese 9 Runden. Weiterhin ist es natürlich das Problem, dass man hier nicht überholen kann. Also man sieht ja, wie eng das hier alles ist. Und durch diese Boxenstopp-Sache haben wir natürlich die Möglichkeit, Leute in der Box zu überholen. Oder man kann natürlich auch mal einen Undercut machen. Auch wenn wir versuchen, natürlich so fair wie möglich zu fahren und auch schnellere vorbeizulassen. Aber letztendlich ist es immer noch ein Rennsport. Und wenn die auf der Nordschleife, ich sag mal, in 3 bis 5 Sekunden Fenster fahren,
ist das fast ähnliche Geschwindigkeit. Anders ausgedrückt, da braucht man keinen vorbeilassen natürlich. So, entweder man schafft es vor der Döttinger Höhe, Schwalbenschwanz und sowas dem anderen am Hintern zu kleben und dann natürlich diesen Windschattenvorteil, diese extrem langen Gerade auszunutzen. Dann, da hat man eine super Überholmöglichkeit. Oder, naja, hier würde ich einfach empfehlen, auf Sicherheit zu fahren und nicht so viel zu riskieren. Weil 20 oder 24 Kilometer ist natürlich extrem lang. 20 Kilometer, glaube ich. Extrem lang. Und wenn ich am Anfang verunfalle, kann ich halt noch die ganze Runde vielleicht mit einem schiefen Lenkrad fahren. Und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Natürlich kann ich mich an die Box zurück beamen. Dann fehlt mir aber komplett die Runde und ich muss sie nochmal fahren, inklusive der Standzeit. Naja, muss jeder für sich selbst abwägen, was er da macht. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir haben heute ein Rennbriefing per Video gemacht. Und dieses Rennbriefing hat genau auf diese ganzen Sachen hingewiesen. So, Pflanzgarten 2, der zweite Sprung in der Sache. Was ist mein Ziel? Erstmal natürlich nach 9 Runden ankommen. Wenn ich schaffe, unfallfrei zu bleiben, das wäre ein super Traum. So wird allerdings meine Taktik auch aussehen. Erstmal unfallfrei bleiben. Auf Sicherheit fahren. Dann sich so langsam in einen Rausch reinzufahren. Nennen wir es mal Rhythmus. Hier ganz wichtig, hier eng zu bleiben, dass man voll auf dem Pinsel bleiben kann und hier schön raus beschleunigen kann. So, jetzt sind wir auf der Döttinger Höhe, eine ewig lange Gerade. Sieht erstmal unspektakulär aus, aber trotzdem voll konzentriert bleiben. Und hier ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Schalte ich jetzt in siebten oder schalte ich jetzt nicht in siebten? In der Drehzahl wird es gehen, es geht hier leicht bergauf. Das macht eigentlich keinen Unterschied. So gut wie keinen Unterschied. Ich bleibe im sechsten Gang. Ich fühle mich da momentan irgendwie so ein bisschen wohler, gerade hier, wo die nächste Steigung kommt. So, hier etwas früher vom Gas gehen. Weil jetzt fängt nämlich genau meine schnelle Runde an. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Okay, und los geht's. Hier werden wir alles auf dem fliegenden Start im langsamen Tempo fahren. Gleich hier auf der nächsten Anhöhe ist hier das Rennen freigegeben. Und jetzt kann der Führende Vollgas geben, alle anderen hinterher und können natürlich hier Dampf machen. Wir hoffen, dass wir damit die anfänglichen Crashs vermeiden und es alles gut geht. Thank you.
das schaut doch immer ganz gut aus bis jetzt, aber die Nordschleife ist ja noch sehr lang und viele Fehler lauern. Ganz ehrlich, es ist egal, von welcher Position man am Start startet. Das ist nicht startentscheidend. Eine ganz schwierige Doppelrechts, dreifach rechts eigentlich. Schaut gut aus. Ich hab fast das. Oh, da ist einer vor mir. Ich muss nochmal das Licht anmachen, dass der das schnallt. Dass ich hier noch auf einer schnellen Runde bin. Eine ganz schwierige Kurve. Hier muss man wirklich komplett früh auf Gas stehen, um hier diese ganz lange Gerade mit so viel Geschwindigkeitsüberschuss wie möglich fahren zu können. Ich dachte schon, ich hätte ausreichend Abstand. Na klar, wenn einer irgendwo einschlägt, ist der Abstand ganz schnell aufgebraucht. Schön, wenn du mich vorbeilässt. Schön. Komm noch mal kurz vom Gas. Dankeschön. Sehr gut gelöst. Wenn ich nicht meine Daumen am Lenkrad haben würde, hätte ich sie gerade hochgehalten. Hier lupfe ich kurz. Gebremst und wieder früh auf den Pinsel. Das ist meine Art zu fahren. Auch nicht zu spät bremsen, dass man hier genau schön drin bleibt. Es fällt mir unheimlich schwer, immer dieses kleine Karussell richtig zu treffen. So, jetzt frühzeitig hier nach innen ziehen. Jawohl, das passt. Und voll auf Pinsel und jetzt die lange Döttinger Höhe fahren. So, jetzt konzentriert bleiben.
denkt immer, man hätte schon geschafft, aber jetzt kommt noch mal richtig. Ich glaube, nach der Bildsteinbrücke da, das finde ich jetzt auch immer noch richtig anspruchsvoll. Ja, dann geht auch gleich das Rennen los. Also das ist alles jetzt hier pressgetaktet. Stehen sie schon alle? Und was sind da wenigstens? Und an die Box. Und dann gucken wir mal uns den Durchgang an. Was habe ich denn für eine Zeit gefahren? 7,46. Naja, ich glaube, ich bin eine 7,41. Das ist meine beste Zeit. Von daher sieht das doch alles ganz gut aus. 7. Platz. So. Dann hoffe ich mal, dass der Start und alles gut läuft. Dann geht es auch schon los. Jetzt haben wir noch 60 Sekunden Zeit. So, wir sind 14 Leute in der Lobby. Das ist doch schön. Noch mal schnell was trinken. Okay, und hoffentlich denkt jeder an den fliegenden Start. Deswegen wird der Start jetzt eigentlich ganz entspannt. Was heißt eigentlich? Er wird entspannt. Okay, wie sieht es hinten aus? Auch gut, alles soweit. Ja. Okay, vollgetankt ist. Soweit alles klar. Die richtigen Reifen aufgezogen. So, wir fahren alle hintereinander und nicht so seitlich versetzt. Es braucht keiner Vollgas geben. Kinders. Genau, wunderbar. Jeder hat es geschnallt. 80 bis 100 ist der Plan. Das sieht doch gut aus. Mal nach hinten gucken, das sieht perfekt aus. Perfekt. So, die Reifen. Ein bisschen gucken, dass die nicht so kalt werden. Das ist das einzige Problemchen vielleicht. Aber lieber kalte Reifen als eine verbeulte Karosserie oder ein schiefes Lenkrad. So. Übertreiben, nicht, dass man dann jetzt noch rausfliegt, das wäre wirklich dämlich. Und wir bleiben weiter bei 100. Wir bleiben weiter bei 100. Erst ab der Kuppe ist das Rennen freigegeben. Und da haben wir schon den ersten Drängler vielleicht. Nein. Okay, das Rennen ist freigegeben. Alles gut gegangen vorerst. Toi, toi, toi. Ich wünsche ein tolles Rennen. Die Reifen sind zwar arschkalt, aber das kriegen wir schon hin. Wenn ich mal mehrere Sekunden, Minuten nicht reden würde, dann bin ich einfach im Nordschleifenfieber. Kann ich. Langsam flackern die Reifen wieder auf. Grip fühlt sich erstmal ganz okay an. Fuchsröhre.
hier durch die Piff-Puff. Schlag ist deutlich zu spüren. Die Aufregung ist recht groß. Es ist irgendwie die Nordschleife, wenn es auch noch ein PC ist, hat immer einen gewissen Reiz. Es ist der Knaller. Schon der ganze Tag stand so ein bisschen im Zeichen der Nordschleife. Man hat sich so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Ich bin jetzt nicht die Strecke durchgegangen, aber ja, die Vorfreude war echt riesig. Auch wenn es bei mir in der Gesamtwertung nur noch darum geht, bleibe ich unter den ersten 10 oder nicht. Aber trotzdem irgendwie geil. So, ich habe ein bisschen Luft zu meinem Hintermann, das ist echt erstmal gut, beruhigend. Jetzt hier die Mutkurve. Boah, sehr gut genommen. Also für meine Verhältnisse. Karussell ist, finde ich, immer wieder eine Herausforderung. Mal Weltklasse, mal Kreisklasse. Ja, hat viel Zeit verloren zu meinem Vordermann. Typische Bodenwellen drin, ne? Einer der wenigen Curbs, die man mal schön überfahren kann und nicht gleich abprallt. Oh, hier stand das Fahrzeug schon leicht quer. Eine Zeitstrafe, ich könnte weinen. Ist nicht weiter schlimm. Also doch, es ist zu kotzen, ehrlich gesagt. Aber lieber hier die Zeitstrafe abgesessen in der relativ langsamen Passage, als dass ich sie gleich hier im der Döttinger Höhe absitzen muss. Oder vor Start und Ziel. Alles gucken, ob alles passt, ob alles sitzt. Gleich werden die Zeiten durchgegeben, dann schauen wir einfach mal. Also hier auf der Nordschleife ist man echt lieber der Jäger anstatt der Gejagte. Irgendwie macht das einem so viel Druck.
da einer hinter einem ständig scharwenzelt. Keiner ist an die Box gefahren. Ich sag mal so, die erste Runde unfallfrei geschafft. So sind. Flagge, Staub drauf. Schauen wir, kann aber weiterfahren. So, die Reifen werden ungefähr. Also, man kann die Reifen durchfahren. Wenn ich aber in die Box fahre, werde ich auf jeden Fall den Reifenstopp mal einplanen. Sei denn, es ist alles so knapp, dass ich dann mir die Zeit spare und nur zum Tanken reinfahren werde. Tanken werde ich ca. 30, 35 Liter. Sicher ist sicher. Ca. 12 Liter brauche ich hier pro Runde. Vielleicht für später, falls ich mal in die Situation komme, dass ich jemanden überhole. Was mir da so einfällt von Assetto Corsa Competizione, ich kann es kaum aussprechen, ist heute das neue Bild erschienen und eine neue Strecke. Ungarn ist dabei und der Ferrari ist dabei. GT3. Konnte schon mal antesten, fühlt sich alles ganz gut an. Sicherheitshalber das Gas gelupft. So, da kommt wieder mein Lieblingskarussell.
Oh, da steht jemand, kommt mir entgegen. Schön gewartet, sehr gut gemacht, vielen Dank. Ich konnte aber nicht erkennen, wer es ist. Langsam habe ich auch ein Gefühl für die Strecke wieder. Rhythmus so langsam. Ich hoffe, ich darf es nicht zu früh, nicht, dass ich jetzt gleich da doch irgendwo einschlage. Wir haben Brünnchen. Der Sprung. Ich lupfe mal kurz vorher das Gas. Ich weiß nicht, ob ich mir das im realen Leben sowas zutrauen würde. Ich will eher in die Hose machen. So, jetzt hier mal aufpassen, dass ich nicht wieder eine Zeitstrafe kassiere, die vollkommen unnötig ist. Getroffen. Perfekt. Es hat geklappt. Das ist die Hauptsache. Und jetzt Vollgas, Döttinger Höhe. Da vorne sehe ich einen. Dann gucken wir uns gleich mal die Zeiten an. Hinter mir ist keiner. Ich bleibe wieder im sechsten Gang, es geht wieder leicht bergauf. Also 246, 249 ist glaube ich dann die Höchstgeschwindigkeit, wenn es nach der Bildsteinbrücke wieder bergab geht. Oh, 37, sportlich, sportlich. Sogar 251, 53. Eine super Zeit für mich. Und wir sind in der dritten Runde. Doppelrechts, die finde ich extrem schwierig zu fahren ist. Denkt man zu früh ein, passt nicht. Denkt man einen Tick zu spät ein, passt nicht. Kann man so viel Zeit verlieren oder auch gewinnen. Finden.
mal wegmachen, weil mir doch wirklich ein bisschen die Sicht versperrt wird. Piff paff. Dreifach rechts hier. Perfekt die Kurve genommen, ein bisschen quer gestanden, aber das war mal geil eben. Hoffentlich geht das die nächsten Runden genauso geil. Das ist ja echt super. Momentan fühlt es sich richtig gut an. Ich hoffe, dass da nicht gleich tiefe Trauer entsteht. Ja, ein ganz, ganz, ganz blöder Fahrfehler passiert, ja. Fange ich nämlich an zu weinen. Zum Glück habe ich keine Facecam angeschaltet. Kurve. Hier ein bisschen Zeit liegen lassen. Diesmal passt es. Wenn man am Anfang es gleich richtig macht, dann kann man hier richtig mit Vollgas durchfahren. Wenn nicht, naja, dann kann man sich eine Zeitstrafe einhandeln oder landet in der Wiese oder. Kurz das Gas lupfen. Jetzt hätte es mit dem Rand nicht geklappt. Falsch eingelenkt, aber egal. Mal sehen, ob ich mich ransaugen kann. Ich bin mal gespannt. Also ich komme zumindest mal näher. Ich mache schon mal das Licht an. Ah, 7:28. Das ist natürlich eine Bombenzeit hier, Kinders. Ist ja weit von entfernt. Tja, was mache ich jetzt? Danke.
erste Mal, dass ich so einen auf der Döttinger Höhe überholt habe. Wie geil. Und meine beste Rundenzeit gefahren. Ja, perfekt. Es lief aber auch hervorragend, die Runde eben. Das war richtig geil. Weiter so. Nur nicht so viel übertreiben. Einfach jetzt mal ein bisschen durchatmen. Das Rennen ist immer noch lang. Wir sind noch nicht mal bei Halbzeit. Ich gucke gleich mal nach meinen Reifen. Dann gucken wir uns auch mal... Reifen sehen auch gut aus, das wird auch nicht das Problem sein. Gucken wir uns mal die Platzierung an. Ja, hier hat es nicht gepasst, hier hat es nicht gepasst. Hier deutlich Zeit jetzt verloren, das zieht sich über die ganze lange Gerade. Aufpassen, Mann. Unnötig. Einfach konzentriert weiterfahren, seinen Rhythmus beibehalten, sich nicht immer hetzen lassen. Ist halt beim Rennsport echt blöd, sich nicht hetzen zu lassen, aber... Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
das Auto auch immer ganz leicht. Eiskurve, zum Glück ist die bei Trockenheit okay, bei Nässe macht sie ihrem Namen alle Ehre. Jawohl, hat wieder geklappt. Wieder eine neue schnellste Runde, das ist natürlich schon eine saubere Sache hier. So, wir sind immer noch zu 14, das heißt, cool, keiner hat disconnected. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Unfälle passiert. So, ich bin auf Position 7. Auch voll im Soll, alles super. Und Konzentration auf die nächste Runde. Tanken muss ich noch nicht. Auch wieder eine gute Zeit für meine Verhältnisse. Da wurde das Auto auf einmal ganz komisch. Da musste ich auch mal ganz kurz das Gas lupfen und schon wird die grüne Zeit immer kleiner. Das ist ja heute unser Saisonfinale, unser 11. Rennen unserer 2. Saison Rookie Cup. Es geht natürlich weiter. Wie es weitergeht, erfahrt ihr alles auf der Facebook-Seite. Mit neue Liga, was wir da vorhaben. So viel schon mal gesagt. Wir planen wieder eine Rookie-Liga und wir planen eine GT3-Liga für die etwas besseren der Rookies. Und wer Lust und Laune hat, kann natürlich gerne sich bei uns anmelden. Und kann mitfahren. Oder anders ausgedrückt, er lernt uns erstmal kennen, wir lernen ihn kennen. Und dann schauen wir einfach mal, ob es passt. Vom Fahrischen, vom Menschlichen her. Deswegen, wir haben zwar keinen Partyzwang, aber wir freuen uns über jeden, der mit uns in der Party ist und mit uns ein bisschen plaudert. Was wir aber auf jeden Fall
fortführen werden, ist, wir haben ja mittwochs und montags unsere beiden festen Tage. Die haben sich jetzt wirklich seit Monaten etabliert. Montags ist immer Training, mittwochs ist immer ein Rennen. Also bisher war das im Ligabetrieb so. Aber bis zum neuen Start der Liga wollen wir auch wieder den Mittwoch und den Montag festhalten. Und dann machen wir sogenannte Fun-Rennen. Fun-Rennen, ja, es geht um nichts. Es geht einfach darum, ein geiles Rennen zu fahren mit vielen Leuten. Eine Lobby wird eröffnet, maximal 16 Leute. Jo, und dann, wer sich zuerst anmeldet, ist dabei. Und dann gucken wir uns die Strecken an. Da gibt es auch keinen großen Plan, sondern das wird von Woche zu Woche definiert. Alles über Facebook läuft, die ganze Kommunikation. Über dort werden die Termine eingestellt, wie die Lobby heißt, die Passwörter werden bekannt gegeben. Deswegen einfach mal bei uns in der Facebook-Gruppe Assetto Corsa Rookie Cup vorbeischauen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung drin. Vorbeischauen, Hallo sagen, sich anmelden, in die Party am Montag ins Training kommen. Wir sind eigentlich eine sehr nette, durchmischte Gruppe. Alle im besten Alter. Für uns ist wichtig, dass das Mitglied sollte volljährig sein. Sollte mit beiden Füßen neben stehen. Und sollte zuverlässig sein, im Sinne von, ich gebe eine Zusage, halten wir dir einen Platz frei. Und wenn du sagst, ich kann nicht, aber ich würde gern, naja, dann kannst du halt nicht. Ne? Aber anderen Leuten den Platz wegnehmen, darauf haben wir keinen Bock. Hatten wir diese Saison genug Leute. Und auf solche Vögel, die brauchen wir nicht mehr. Da sind wir auch ganz ehrlich, dann schmeißen wir euch lieber wieder raus, wenn wir merken, ey, ihr seid so ein Hallo-Tri. Naja, dann ist es halt so, ne? Dann sucht euch eine Liga, die eher vielleicht für lustige Vögel offen ist. Diese Fun-Rennen werden wahrscheinlich wieder eine Stunde gehen. Oder vielleicht machen wir auch mal ein Doppelrennen an einem Mittwoch. Alles offen. Wir sind aktuell die einzige laufende Liga auf der PS4 in Deutschland. Jetzt muss ich auch mal aufpassen, dass ich hier nicht zu viel pappe und ständig von der Strecke irgendwelchen Mist baue. Ich bin schon 4 Sekunden langsamer. Nach Start und Ziel, wie sich das hier wieder verändert hat. Immer noch alle 14 dabei, das ist super. So, Benzin habe ich noch. Wir sind dann in der 6. Runde. Jo, das passt alles. Reifen schauen auch noch soweit ganz gut aus, sind noch grün.
Bereich immer noch ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Das Auto schiebt komplett über die Vorderräder. Muss man noch einen Tick langsamer machen. Hat irgendwas gehabt. Der ist nämlich jetzt auf Platz 6. Ich hoffe kein... Er wird wahrscheinlich einen Unfall gehabt haben, sonst wäre er nicht auf Platz 6. Oder hat einen frühen Boxenstopp gemacht, um irgendwie einen Undercut zu machen. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe mal nicht, dass ihn jemand abgeschossen hat. Sondern dass es dann eher, wenn Unfall, seine eigene Geschicklichkeit war. Das sind drei Schweizer. Mann, was ist denn nur mit den Schweizern wieder los hier? Wasser. Da will man immer ein bisschen mehr, als eigentlich richtig ist. Obwohl wieder einer vor mir ist und einer hinter mir ist. Dass Männer einfach nicht diesen Ehrgeiz ablegen können und dieses Geh nicht im Griff haben. Schneller, höher, weiter. Selbst bei einem Computerspiel. Aber das ist schon lange hier kein Spiel mehr.
ganz gepasst, jetzt muss das Gas lupfen, aber kein Problem. Und wird da eine gelbe Flagge schon angezeigt. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Menschenskinder. Die Reifen kann sie nicht liegen, die sind ja eigentlich noch grün. Ganz da vorne sehe ich einen. Das Smashbank sein, wenn diese Tabelle hier links stimmt. Ja, das könnte nur 20, 30 Sekunden sein. Fahren. Ich fast ganz vergessen darauf zu achten. Also nächste Runde geht es an die Box, da stehen schon welche an der Box. So, jetzt hat die Geschwindigkeit gepasst. Wow, Herz hat es wieder drei Schläge mehr eben gemacht. War schon ein bisschen auf dem Rasen. Das Auto ist zum Glück nicht ausgebrochen. Vorne links ist jetzt gelb. Ja, ich muss da mal gucken, wie die Abstände so sind. Denken, nächste Runde muss ich in die Box gehen, weil sonst Sprit leer.
merkt man richtig im Lenkrad die Fliehkräfte, ist echt schon der Hammer. Kaum sah ich, echt der Hammer. Na gut. Oi. Ich glaube, ich kann auch reparieren. Gut, dann machen wir jetzt wohl Full Service. Mal, wenn die orange sind, die Karosserie, dann merkt man das gerade jetzt hier in der Endgeschwindigkeit deutlich. Okay, ich bin 6 3/4 Runden unfallfrei gefahren, immerhin. Coole Sache. So, jetzt Konzentration auf den Boxenstopp. Ich wechsle die Reifen, ich mache die Reparatur und ich tanke natürlich, auch wenn die Standzeit ein bisschen größer ist. Ja. Effe wird an mir vorbeifahren, aber gut, das ist kein Problem. Da merkt man jetzt schon, ne? So 44, das war jetzt um 46. Sau eng. Jetzt kommt mal noch eine fiese Rechtskurve. Und ich muss mein Dingsbums finden. Super. Gegen die Tankstelle gefahren. Ist aber auch dämlich. So, Wechsel. Hart. Okay, jetzt machen wir 35 Liter. Natürlich alles. Ja, und los. Okay. Das Tanken geht noch mit am schnellsten. Reifen, Reparaturen, dauert es einen Moment. So, kommt Jungs. Na, oh, da fahren schon wieder Leute an mir vorbei. Na komm, was ist denn los, Kinder? Beeilt euch doch ein bisschen. Der Fahrer ist schon so weit, hat den ersten Gang eingelegt und es kann losgehen. Naja. Auf der einen Seite irgendwie ein gutes Zeichen, weil dann sind die meisten Leute nicht großartig verunfallt. Bei Position 9 hatte ich es ja auch schon in der ersten Runde. Da fällt mir noch ein, wir haben noch ein großes Event geplant, das ist nämlich Silvesterrennen am 30.12.2018. Ein Langstreckenrennen, 2 Stunden von Laguna Seca mit dem Porsche 911 GT3. Na komm, rum. Auch das findet ihr bei uns in der Facebook-Gruppe unter Veranstaltung. Hier sind sogar noch 4 oder 5 Plätze frei. Also wer zuerst kommt, fährt zuerst mit. Es lohnt sich, bei uns Mitglied zu werden. Da wird immer was geboten.
wenn man nicht aufpasst, so ein... Da guckt man gerade mal so ein bisschen in der Weltgegend rum, dann rammelt man dagegen ein. Mann, sowas Unnötiges. Aber da zeigt sich wieder Kopf hoch, das Handy kann warten. Größeres passiert, außer, sage ich mal, ein bisschen Blech. Das Lenkrad steht gerade, ich bin nirgends eingeschlagen. Ich kann noch normal weiterfahren, vielleicht auf der Döttinger Höhe 2-3 km/h. Ich verliere aber so ein Mist. Das muss man sich dringend abgewöhnen, hier aufs Handy zu schauen. Hier schon nicht schafft, dann sollte man es im realen Leben, im Straßenverkehr erst recht sein lassen. Es geht halt nicht beides. So. Gleich geht's in die letzte Runde. Platz 9. Oh, ich bin zufrieden erstmal. Obwohl die letzte Runde natürlich jetzt scheiße war hier mit Leitplanke reinfahren und also, das ärgert mich wirklich. Guck aufs Handy und fahr in die Leitplanke rein. So ein Schwachsinn. Das nächste Mal stelle ich das aber leise, dass ich das gar nicht mitbekomme, dass es gerade da explodiert. Steht dauerhaft an der Box. Das ist jetzt auch nicht ganz optimal. Die letzte Runde ist angebrochen. Wir gucken mal auf den Zwischenstand. Na, was ist denn jetzt? Oh. Super.
Ja, dämlich, dämlich, dämlich. Das Lenkrad steht auf halb acht. Das wären jetzt wirklich lange, lange Kilometer, meine Güte. Ja, ich könnte mich natürlich jetzt zurückbeamen, aber dann müsste ich reparieren und die Runde nochmal komplett fahren. Das fährt sich ja echt beschissen. Mann, Mann, Mann. Konzentration vollkommen weg. Das wird ja echt noch ein Spaß hier. Das Auto muss ich mir nicht mal dann von außen anschauen, da die Reifen, wie die aussehen. Und das fühlt sich ja echt super strange gerade an. Den Warnblinker am liebsten anmachen. Ich kann auch nicht mal sagen, warum mir das eben passiert ist. Witzig ist das irgendwie jetzt gerade nicht. Fährt einer noch eine schnellste Runde und ich bin froh, wenn ich irgendwie in die Box schaffe. Ich glaube, ich werde das Karussell jetzt auch oben herfahren.
ja, ist auch irgendwie mal eine Erfahrung wert, dass man hier mit einem vollkommen demolierten Auto rumeiert. Was passiert da gerade da vorne? Das ist ja interessant. Das Rennen ist zu Ende und ich bin auf Platz 10 gelandet. Und das Lenkrad ist wieder gerade. Gott sei Dank. Naja, okay. Wo bin ich auch immer gelandet? Es ist vorbei. Ich bin auf Platz 9 gelandet. Miniways hat gewonnen. EVEDOG 2. Smashpunk 80 3. Und damit steht fest, wer die diesjährige Rookie-Liga gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an Miniways, aber auch herzlichen Glückwunsch an Smashpunk, der Zweiter geworden ist. Und jetzt müsste ich lügen, wer Dritter geworden ist. Ich glaube, der Dom Gibson, bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir später auswerten und natürlich auf Facebook veröffentlichen. Ja, bis auf die letzte Runde war es ein sensationelles Rennen. Mir hat es super Spaß gemacht. Also ganz toll. Mit mehr Konzentration passiert auch weniger. Halt, ich muss natürlich immer noch ein Abschlussfoto machen davon. Als Beweis. Ich glaube aber, die meisten Leute knipsen es auch. Na komm. So. Beweissicherung ist erfolgt. Das ist schon mal gut. Ja. Also. Soweit, so gut erstmal. An dieser Stelle darf ich mich bei allen Zuschauern bedanken, bei allen Unterstützern. Es war eine tolle Saison, wir hatten Höhen und Tiefen, dazu komme ich aber in einem anderen Video garantiert nochmal und dann werden wir mal die ganzen Erfahrungen aufarbeiten, die wir gemacht haben. Es waren teilweise sensationelle Rennen dabei, gerade letzte Woche in Barcelona, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt werde ich mich mal mit den anderen Jungs unterhalten, wie die so das Rennen empfunden haben, was die so alles erlebt haben. Und ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Also ich glaube oder denke, dass der EVEDOG durchgefahren ist. Ah, okay. Ich, ich habe zwar die Reifen gewechselt während dem Stopp und habe ungefähr 5 bis 6, 7 Sekunden verloren wegen einem kleinen Schnitzer hinterm F, aber dass der so viel Vorsprung hatte. Weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, kann sein, dass er, wenn er einen Boxenstopp gemacht hat, ist er eh spitze gefahren. Aber wenn er keinen gemacht hat, Respekt. Sind irgendwelche Unfälle passiert? Nö, ich habe mich nur mal hinterm Äpfel gedreht, weil ich den Äpfel unter Druck gesetzt habe. Der Äpfel hat sich ein bisschen unter Druck setzen lassen, ist dann auch im Pflanzgarten ein bisschen... ja, ins Trudeln gekommen, sag ich mal. Dementsprechend habe ich auch etwas überreagiert beim Nicht-Reinfahren, beim Vorsichtig-Sein und habe mich dann schon selber weggedreht. Habe ihn aber nicht berührt. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe immer mal wieder ins Ergebnis geguckt und du warst da lange Zeit auf Platz 2 und auf einmal warst du auf Platz 6 und dann war für mich die Frage, entweder hast du einen frühen Boxenstopp gemacht oder du bist halt... Das war mein Boxenstopp. Das war mein Boxenstopp. Ah ja, okay. Nach der fünften Runde, Anfang sechste Runde, bin ich in die Box rein, habe dann getankt und habe Reifen geholt. Okay, coole Sache, ja. Ja, ist der Lars... Ist das, wenn ich dann mit vollem Tank fahre, ist für mich einfach, bin ich ein bisschen zu langsam, weil da verliere ich Zeit. Dann muss ich mir den Tank immer so füllen, dass du quasi 3/4 voll hast. Mit 3/4 kannst du annähernd die Zeiten fahren wie im Quali. Okay. Der Dominik, der hat auch relativ gut vorne mitgehalten, oder? Was ich immer so gesehen habe an den Platzierungen. Ja, war eigentlich nicht schlecht, ja, bis EVEDOG hat mich sehr unter Druck gesetzt, ja. Und er hat mich dann auch gekriegt und ich habe das erste Mal in dieser Saison überhaupt einen richtigen Abzug gehabt, auch das Auto richtig beschädigt, aber ich konnte mir gut wegfahren, also das Lenkrad war nicht schräg oder so. Du hast mir die letzten zwei Runden hast du mich ganz schon unter Druck gesetzt, also ich musste wirklich ich wollte dich holen, aber ich konnte auf der Geraden, erreichte ich nur noch eine Höchstgeschwindigkeit von 240, wo ich vorher immer 245, 46, also das kam wahrscheinlich vom Einschlag.
Das E-Glitch hat ja auch mehr so. Ja. Ich hatte ja auch ein bisschen Beschädigung gehabt, aber ich weiß nicht viel. Das hat mich auf jeden Fall auch Zeit gekostet auf jede Runde. Ah, okay. Aber es war halt wirklich, ich musste die letzten zwei Runden wirklich pressen. Was ging aus dem Auto, dass du nicht näher gekommen bist? Weil ich hatte immer Angst, in der Höhe, dass du mich holst, dass du irgendwie in die Chance reinkommst, in Windschatten oder so zu kommen. Das war mein Plan eigentlich, ja. Das war mein Plan. Bist du durchgefahren? Nein. Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Bist du durchgefahren? Nee, Tankball. Aber ich habe echt nicht getankt. Ich habe nochmal den ganzen Tank voll gemacht. Ich für dich beide das zweite Mal nochmal voll getankt. Wann bist du reingefahren? In welcher Runde? Runde 6. Ah, dann bist du mit mir gleichzeitig reingefahren. Ja, du. Hast du Reifen gewechselt? Hast du Reifen gewechselt? Nee, nur Sprit. Na, dann hab ich vielleicht da den Fehler gemacht, weil ich habe noch Reifen nachgeladen. Ja, ich auch. Ich dachte, du bist durchgefahren, weil du warst weg. Aber Gratulation, Respekt. Ja, die Rundenzeit von Lars wieder mal, ja. Letzte Runde immer dasselbe, kommt noch der Fehler drauf, ey. Ja, und ich habe noch eine halbe Sekunde weggeschmissen. In eine Kurve. Ich wisch mir gerade die Tränen von den Augen aus, das ist wirklich schlimm gewesen, ja. Ja. Aha. Ja, Lars, kannst du mal so eine Runde in die Runde Also ich habe live gestreamt. Ah, okay, kannst auf YouTube, kannst meinen Namen eingeben, dann siehst du das. Alles klar. Ja. Dann würdest du durchfahren oder was? Nee, ich bin Runde 6. Nein, ich glaube, keiner ist durchgefahren. Das wäre jetzt auch sehr merkwürdig gewesen. Ja, ich bin nicht durchgefahren. Mit wie viel Sprit bist du losgefahren, Eve? Also ich bin auch mit der gleichen Strategie mit 65 Liter losgefahren ungefähr. Ja, 65. Ich bin voll losgefahren. Voll. Okay. Das zweite Mal habe ich wieder voll getankt, also die letzten zwei, drei Mal. Nee, da hatte ich 55 Liter getankt, aber der Sprit hat ungefähr gebraucht 10-15 Sekunden und das Reifenwechseln war halt dann insgesamt bei der Boxenstopp 20 Sekunden dann. Ja, Reifen habe ich. Das war mit Joker, ich wusste nicht, ob die hinten raus so weit halten. Ich hab's auch ehrlich gesagt die Woche nicht probiert. Und das bei deinem Trainingsbenzo. mir ging's einfach, sag ich mal jetzt ganz ehrlich, einfach nur durchzukommen auf der Strecke und halt wirklich, sag ich mal, so zuverlässig auf der Strecke zu fahren, dass ich keine Scheiße brauche. Und das noch schnell. Das war für mich jetzt eher in dem Vordergrund. Sagen am Ende alle. Ja, Abflug hier ist scheiße. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin in der 9. Runde, bin ich auch nochmal gegen die Leitplanke gefahren, vollkommen unnötig. Und dann stand mein Lenkrad um 90 Grad nach links gedreht. Deswegen, Nika, konntest du mich dann nochmal überholen, weil ich einfach nur fast spiegelverkehrt lenken musste. Es war eine interessante Erfahrung, aber vollkommen unnötig. In der Gesamtwertung dieses Rennen möchte ich bitte auf Platz 9 stehen. Ja, das ist halt doof, dass das Rennen dann einfach aufhört. Dummes Spiel. Anstatt dass du uns einfach zu Ende fahren lässt. Naja, ich fand's ganz gut, weil mit dem 90 Grad nach links gedreht war es irgendwie blöd. Ja, und am Ende dann doch noch auf den 9. Platz zu kommen, ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Nein, ist alles gut. das passt schon. Ja, passt schon. Genau. Macht man fertig die Wertung. War ein gutes Rennen. Ja. Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Lars gewonnen. Zweiter wurde der Sascha und dritter ist der Dominik. Ist das richtig? Nein, ich bin Vierter. Wer ist denn? Smashpunk ist Dritter. Und wer ist Zweiter geworden? Der Eve Dog. Nein, ich meinte die Gesamtwertung. Ja, das ist die Gesamtwertung. Ja, ich bin am Auswerten, nur die Uhr. Jungs, ich hau ab. Ich verliere erstmal heute den dritten und dann die drei Gesamtsieger, beziehungsweise ersten, zweiten und dritten Platz. Und wir hören uns demnächst. Ja, alles klar, dankeschön. Ja, schönen Abend. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Also normalerweise müssten der Wertung so aussehen: Lars 1, ich 2 und Dom 3. Genau, so habe ich es auch im Kopf, ja. So, ich habe es auch so ausgerechnet, wenn ich mindestens den dritten Platz. Der Ralf ist 3 Punkte vor dem Bobby. Ja, und da hinten dreht sich schon noch was. Welcher Platz habe ich? Vierter.
Ja. Wo bin ich denn gelandet? Ja, ich weiß noch nicht, das ist das. Ja, nur die Ruhe. Nur die Ruhe, die Auswertung kommt. Morgen ist es in Facebook und dann sind die Streichergebnisse auch entsprechend berücksichtigt. Und dann wird sich da nochmal so ein bisschen was verändern wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber was ich schön fand, ist, dass die Nordschleife doch so viel Spaß gemacht hat, auch wenn viele Angst davor hatten oder gesagt haben, oh, die ist doof, oh, mag ich nicht. Und mir hat es richtig Spaß gemacht und es war toll. Und ich glaube, für so einen Mittwoch könnten wir die Nordschleife immer mal wieder gerne ins Spiel bringen. Ja. Bin ich immer dabei. Gerne. Genau. Also das ist jetzt auch so für die Zukunft. Wir haben ja am 30. das Silvesterrennen, 2 Stunden von Laguna Seca. Und wir haben jetzt die Montage und Mittwoche so gut etabliert. Und ich glaube, die meisten haben sich da auch immer freigehalten, beziehungsweise fast schon Automatismus. Die PlayStation geht von alleine an, man setzt sich wie automatisch ans Lenkrad und fährt einfach. Dass wir das jetzt erstmal so beibehalten. Derzeit out of order, ne? Genau. Und der Lars hat für nächsten Mittwoch schon was vor. Also da wird er auch noch informieren, was er sich da ausgedacht hat. Dass wir einfach die Zeit bis zum nächsten Ligastart, was dann nach Fasching sein sollte, dass wir die mit Fun-Rennen überbrücken, wo dann auch keine Verpflichtung ist und jeder kann teilnehmen. Wir öffnen eine Lobby, jeder kann sich anmelden und so weiter, wie wir das auch in der Sommerpause gemacht haben. Yves, nochmal ganz kurz eine Frage. Wie lange hat dein Stopp gedauert eigentlich mit deinem Tanken jetzt? Krass, dann hab ich echt viel verloren, Respekt. Ja, das konnte ich nachher nicht mehr, weil wie das Auto war nach dem Ausrutscher beim Effe, war es halt echt ein bisschen beschädigt. Aber es wäre jetzt hohes Meckern gewesen. Also viel Zeit hat es mich nicht gekostet, aber es hat halt Zeit gekostet. Ich bin dann jede Runde 2 bis 3 Sekunden langsamer als meine schnellste, als die 1,31, also 7,34, 7,35 Zeiten gefahren. Ja, ich hatte in der Quali voll Mühe, also es war schon voll Action da, aber in 2 Runden. Der schnellen hatte ich dann direkt mal Verkehr vor der Tarn und also. Ich hatte Schiss gehabt, weil ich hab's in der Einführungsrunde, bin ich an der Einstelle ein bisschen zu weit rausgekommen, hab mich dann raustragen lassen, die Runde wurde nicht gewertet. Und ich war eigentlich der Meinung, fest der Meinung, der lässt sich noch weiterfahren, wenn du bis alle, sag ich mal, dann das Quali in der 2. Runde zu Ende haben. Dann meint der Lars so, ja, dass wenn ihr näher umschaltet, ist ja scheiße, warte mal, kacke. ich hatte keine Zeit gehabt. Da kam ich auch ein bisschen schwitzen. Na gut, dann bist du halt letzter. Okay. Das Interview noch mit Mario, oder ist das das Interview? Ach, wir haben das jetzt einfach als Interview genommen. Ihr habt so schön erzählt, ich wollte da gar nicht stören und ihr habt einfach frei von der Leber erzählt, das passt schon. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir hatten eine erfolgreiche 2. Saison mit tollen Rennen, es hat Spaß gemacht. Wir hatten auch kleine Tiefen zu überwinden. Aber daraus gehen wir, glaube ich, gestärkt hervor, haben unsere Erfahrungen gemacht und in Zukunft werden wir es etwas besser machen. Und ja, ich werde mich jetzt erstmal an den PC setzen, werde mal ein bisschen auswerten und. Und dann hören und sehen wir uns die Tage. Bis dann, tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Danke. Okay.